So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von Belgien, wo wir eigentlich relativ befreit eingehen können, weil, ja, die schnelle Bauteiländerung, und zwar den Energiespeicher, haben wir ja noch 10 Plätze bekommen, dementsprechend, ja, gucken wir mal, so weit wie möglich nach vorne, im Idealfall ist es natürlich die virtuelle Pole, würde also Platz 11 bedeuten. Zumindest vorausgesetzt, die anderen kriegen keine Strafen, ne, es kann ja durch die ganzen Strafen noch ein bisschen was ändern, aber... Naja, gucken wir mal, was rauskommt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den ersten Zug auf... Ja, ich habe die weichere Mischung. Ich glaube, ich habe gar keine. Ah, scheiße. Damit hat sich das erledigt. Also vielleicht hoffen wir, dass wir Platz 11 kriegen. Aber gucken wir mal einfach. Also müssen wir tatsächlich doch auf Rot unsere Runde setzen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Dusel und rutschen wirklich auf Platz 11 raus. Aber naja, das ist erstmal Belgien und das ist der Teaser dazu. Und ja, gucken wir mal. Runde Nummer 7, kurzes Qualifying. 18 Minuten, wie immer. Ihr kennt das mittlerweile bei mir. So wird sich auch bei 2021 nichts ändern. Naja. Nur so, genau. So, also gehen wir mal auf die Strecke. 18 Minuten, wie gesagt, nochmal mal Zeit. Eine schnelle Runde zu setzen. Und die wollen wir natürlich als erstes packen. Würde aber nicht ganz passieren, weil einige Motoren vor uns angegangen sind. Also wenn wir ein bisschen Verkehr vor uns haben. Louis wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht. Obwohl, ne, wir stehen ja ganz hinten quasi, mehr oder weniger. Also, auf jeden Fall ein Mercedes davor. Die Frage ist, kriegen wir noch einen Williams davor? Nein, kriegen wir nicht. Aber ganz vorne ist ein Ferrari, weil der gerade im Moment egal ist. Sieht aus, das ist noch ein Alfa Tauri. So, natürlich will ich jetzt erstmal vorbeigucken, dass ich dann an Louis dranbleibe oder beziehungsweise vielleicht sogar vorbeikomme, weil klar. Oh, da war sehr mutig, da nochmal rüber zu gehen, weil eigentlich wollte ich da links vorbei. Da ist er mir aber schön ins Auto gesegelt, ne? Da ist er mir gerade schön ins Auto gefahren. Weil ich war ja eigentlich dran. Ich habe zwar einen kleinen Fehler eingebaut, ja. Also das kontraproduktiv sich... Ah, ja gut, dann Qualifying schon zu überholen, das macht sich keinen Sinn. Aber ich will halt die freie Runde haben. Jetzt nervt er mich gerade so ein bisschen. Ja gut, wenn man sich so im Rennen ärgern würde, so nerven würde, jetzt geht es mich auf die Flagge zu. Schätze, jetzt will ich aber vorbei. Ich will nämlich die freie Runde haben. Bringt mir nichts, wenn er mich dann auffällt. Ich war in den drei Trainings schneller als du. Also darf ich auch darüber scheuen. Da fühle ich mich quasi so ein bisschen im Recht, mal als erstes meine schnelle Runde anzugehen. Da geht auf jeden Fall in die Box, damit hat er auf jeden Fall einen Flügelschaden so gefühlt. Also wie gesagt, aber ist mir gefühlt Auto gefahren. Naja. Jo, der Fehler war halt drin, klar. Wieso? Ja, bloß nicht zu weit drüber, dass wir irgendwie eine Strafe bekommen. Ab geht's, richtig ruhig hoch, jetzt geht's nach der langen Geraden, wo auch viel, viele Möglichkeiten jetzt zu überholen. In diese Ecke hier, wo sich Hamilton und Rosberg mal ziemlich böse bekriegt haben. 2016. So, jetzt geht es auf jeden Fall schneller. Wir müssen auf jeden Fall eine Runde setzen. Mein Ziel ist es, eine ganz schnelle Runde zu fahren, um vorne zu liegen. Ja, wir mal wieder von der Ideallinie runter, also ganz sauber ist es nicht, aber... Naja.
Bus Stop. Anbremsen. Charles Leclerc, 44,6. Das ist die erste Zeit, mit der wir uns ein bisschen auseinandersetzen müssen, die wir aber packen in der Sekunde. Die wir aber geschafft haben. Über eine Sekunde Vorsprung auf Charles Leclerc. Ja, da können wir jetzt abbrechen. Ja, bin ich ausgegangen, sehr ruhig, bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Das Saal schlagen dann die Track Limits und sagen dir, ne, die Runde kannst du knicken. Muss ein bisschen aufpassen, wenn dann jetzt minimum drei Autos kommen. Da ist irgendwo Gelb gerade kurz gewesen. Kann das sein? So, ich lasse sie alle mal ziehen, gerade so ein bisschen. Das Feuer nimmt weg, das Gas. Muss er eigentlich nicht. Weil ich jetzt alle mal ein bisschen vorbei. Dazu muss ich ganz out jetzt bleiben. So, der nächste ist ein Williams. Ah ja, da haben wir den Jungs jetzt mal ein bisschen Platz gelassen. Die meisten sind wahrscheinlich auf der also schnell Runde. Gut, zwei weiß ich nicht. Na, ah, Russell, du kannst aber eigentlich... Weg, weil vorne kommt jetzt auch noch von den Renaults. Ein McLaren, Neuss. Ja, 12 Minuten noch. Vergasli, schnell zur Runde. Vergasli, auf einer schnellen Runde. Also hinter uns bei Ferrari, dann Alexander Albon. So, Auto geht in die Garage. So, 10 Minütchen haben wir noch. Louis, wie gesagt, noch ohne Zeit. Soweit ich das richtig sehe, ja. Wir haben momentan eine Sekunde Vorsprung, was du hast entfernt. Also Richtung Pole sollte es eigentlich funktionieren, aber wie gesagt, mal gucken. 5 Minuten until rainfall expected. 5 Minuten until rain. Das ist eine ganz, ganz unwichtige Situation. Das heißt, wir müssen schon wieder raus. Weil 5 Minuten Regen kommt und dann ist dieses Training durch. Dann wird nämlich nichts mehr passieren. Also wir müssen jetzt ganz, ganz schnell eine Runde fahren, um durch den Regen, vor dem Regen durchzukommen. Da ist eine gute Ferrari, ja. Aber wie gesagt, es sind noch 5 Minuten ungefähr. Und dann soll der Regen wohl kommen. So, der Renault hinter mir, der ist jetzt... Ich weiß gar nicht, ob er auf der Schnellen ist. Lass mal kurz ziehen, falls er auf der Schnellen ist. Weil ich will ja niemandem unnötig im Weg stehen, mir noch eine weitere Strafe einkassieren. 10 Plätze sind schon schlimm genug. Wie gesagt, wir sind im Rennen Nummer 7 von 10. Viel haben wir nicht mehr zu fahren.
Also ich will natürlich unbedingt nochmal die Zeit verbessern, um mal fix diese Pole zuzumachen. Und Louis ist jetzt übrigens auch auf der Strecke. Der hat also scheinbar nur einen Versuch, weil ich glaube nicht, dass er es hinkriegt. Aber ja, wenn es regnet, werden die Zeit näher eingefroren und ich will es halt nur fix zumachen. Also kommt da unser Teamkollege, der wahrscheinlich ist ja schon so schnell. Dann lass ich ihn jetzt. Du kannst auch. Du stehst mir teilweise echt gut im Weg, mein Freund. Oh, entscheide dich jetzt endlich mal, ob du jetzt weiterfährst oder nicht. Ja, da wollte er erst vorbei, dann wollte er wieder nicht vorbei, dann fährt er mir in die Linie, das, sowas irritiert übel total. Ja, jetzt kommt ja auch noch schnell Mist. Also schon abbrechen. Weil er nicht sauber durch die Ecke gekommen ist. Ja, und damit haben wir keine Chance mehr, um was Neues zu riskieren. Haben aber nochmal einen frischen Satz Reifen im Rennen. Die Zeit bleibt bestehen. Durch dieses zu weit rauskommen müssen wir die Runde abbrechen. Wenn der Regen nämlich jetzt kommt. Okay, we don't think we're far away from some rain. I'll keep you updated as the conditions change. Ja, er sagt mir gerade, es fängt jetzt gleich an zu regnen. Das sollte jetzt in wenigen Sekunden soweit sein. Das heißt, wir können in die Box die Runde abbrechen, weil ich glaube nicht, dass wir eine neue hinkriegen. Und Louis nimmt die Pole ab. Mit seiner Asi-Aktion, tatsächlich. Ja, und im Entscheidungsmoment steckt der Teamkollege zurück. Mann! Na, ein bisschen ärgerlich ist es schon, weil es ist immerhin der ärgste Rivale, der uns jetzt vorne wegfährt. Die Frage ist, lohnt sich nochmal auf die Strecke zu gehen, weil ich muss es. Oder wie sehen die Bedingungen aus? Die Frage ist, ob es schon regnet. Ja, und was müssen wir jetzt machen? Versuchen wir es nochmal. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Also ich werde jetzt noch nicht anfangen zu regeln, was super wäre, dann könnte man die versuchen nochmal anzugreifen. Ich bin diesen Pole eingefahren. Fahrer vor mir. Lewis ahead, they've just entered the pits. Their best lap time is a 1 minute 43.6. Ja klar, der haben wir müssen es jetzt versuchen. Jetzt kommt der Regen, leck mich doch am Sack. Ernsthaft. Ja, da kannst du knicken. Haben wir da das?
Wir sind Zweiter zumindest. Also tatsächlich im entscheidenden Moment geschlagen. Der versaute Märchen Anfang meiner schnellen Runde, indem man da rechts, links und nicht, ne, dann versucht er vorbei zu gehen und dann in die Spur fährt und holt sich dann die Pole. Ja, gut, okay. Müsst es mit leben, weil jetzt kann ich sie nicht mehr knicken. Jetzt kann ich sie nicht mehr retten. Weil jetzt wird's nass und damit sind die Zeiten eingefroren. Was jetzt unterwegs ist, umzustellen, hat das Glück, noch dabei zu sein, aber wir werden's nicht mehr schaffen heute. Also ab in die Box, damit war's das. Ja, und dann Glückwunsch an Luis Felipe. Ja, ein bisschen ärgerlich ist es halt schon. Also es ist wirklich ein Mühe. Der Abstand zu Vettel ist sehr groß, aber der Teamkollege hat halt in dem Moment wirklich einfach eine Runde, ja, im zweiten Sektor. 10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Naja, die 10 Minuten brauchen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist eh durch. Es sind noch gute 2 Minuten. Albon fraut sich auf die Strecke auf. Soft. Ja, ich glaube aber nicht, dass er da seine Runde. Nee. Oder ist das. Nee, geht in die Box. Bricht da ab, ja. Ist auch die klügste Entscheidung, weil die Zeit wird eh nicht besser gemacht. Ach Mann, ist das ärgerlich. Ich weiß jetzt, wenn es ein virtueller Pull gewesen wäre, wäre vorne gewesen. Aber es wäre einfach das coolste gewesen, wieder eine Session zu gewinnen. Naja, gut, müssen wir es halt mit leben. Jetzt sind 10 Blitzen. Starten wir von Platz 12 aus. Das ist wieder mal Platz weiter nach hinten. So far our fastest lap is a 1:43.6. Es wird sich nicht mehr viel ändern, definitiv. Da wird keiner mehr rausgehen heute. Ja, das ist natürlich jetzt 11 Plätze zwischen mir und meinem Teamkollegen, zwischen den ärgsten Rivalen. Mal gucken, wie weit es halt möglich ist, nach vorne zu kommen. Punkte sollten das Ziel sein. Aber, die Frage ist, wie viele. Naja, die Frage ist, ob überhaupt. Also es müssen Punkte Ziel sein. Ärgert mich trotzdem gerade, aber wie gesagt, mal gucken. Nächste Woche haben wir Italien, da ist wieder unser Motorenvorteil, der könnte der Riesenschritt sein. Das mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Richards und Sebastian Vettel. Hm. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Dann stehen wir schön in der Nähe von unserem Spezi Esteban Ocon. Na, happy birthday. Das ist irgendwie so einer, der bremst auch gerne mal ungebremst ins Auto. Na gut, halt ist es so. Ändern kannst du es jetzt ja eh nicht. Ja, und dann das Rennen, das sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr an. Das wird spannend. Wie gesagt, vermutlich von Platz 12, aber es kann auch sein, dass es wieder doch ein bisschen nach vorne geht. Umso mehr, umso besser. Und ja, wie gesagt, Punkte sollten trotzdem das Ziel irgendwo sein. Das Rennen bleibt Gott sei Dank trocken. Vielleicht haben wir den Reifenvorteil.
Vielleicht aber auch nicht. Das ist halt die große Frage. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, wieso er fertig ist mit dem Laden. Jetzt hat er sich zurechtgeladen. Ja, haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Ja, für zwei wäre super. Vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, schauen wir mal. Ne? Wir sehen uns wieder auf jeden Fall morgen um 14 Uhr zum spannenden Rennen aus Belgien. 11 Runden dann.